Willkommen zurück zum nächsten Part von Heretic Gods. Wir gehen direkt in Level 12 rein, denn hier haben wir schon alles gemacht, was wir machen wollten. Am Ende der letzten Folge. Und wir betreten direkt mal Level 12. Mal sehen. Ob das noch größer und noch mehr Vollgänger wird. Auf jeden Fall sind hier Gegner. Viele. Aber das ist ja von Anfang an nichts, denn wir haben ja unseren allseitigen Schnitzler, wie wir gerne mögen. Was ist das denn für grüne Magier? Die sind ja auch neu. Sind das so die neuen Pestilenzen oder? Kann man nicht da drauf drücken? Gott. Ich müsste mir mal ein Gamepad-Ding installieren. Vielleicht könnte ich das dann hinkriegen, dass ich das dann auch mit dem Controller spielen kann, den ich ja gehört habe für unsere Nintendo Let's Plays und sowas, ne? Also Konsolen Let's Plays. Vielleicht würde ich das hier auch hinbekommen, wenn ich mir ein Dings kaufe. Ein Dings runterladen würde. So ein Gamepad Dings halt. You know? So. Oh, Voodoo. Mag ich nicht. Schreieichen, komm her, Schreieiche. Na, was macht ihr so? Ich lieg hier nur und mach nix. Na gut, ist immer früh. Wir haben jetzt gerade 8 Uhr am Sonntagmorgen. Also ist noch nicht so viel zu tun. So, bam, ins Gesicht, und der Hackfleisch, hackende Zahacker, zack, und du rückst aufs Gesicht, und du auch, und du, du, und du, und du, und du, so, guck mal an. Bam, nimm meine Eisfeile. Danke doch. So. Haben wir das hier schon mal? Das ist ja schon mal geklärt, auf jeden Fall. Was kommt denn jetzt? Okay, brauchen wir ja gleich einen Zacker. So. Die spammen hier auch echt Gegner, gut, aber müssen die irgendwie, sonst kriegen sie mich eh nicht besiegt. Ha. Gut, besiegt kriegen die mich sowieso nicht, aber. Da komm, ich geh einfach runter, wirbeln die weg. Da kommen alle her. Legt euch nicht mit mir an. Nicht mit mir. Das ist für eure Gesundheit nicht so schlau. Das Bundesministerium für Gesundheit informiert. Früher war ich HSV-Fan. Was hab ich mich über mein Schalke aufgeregt? Als Fan von Stuttgart, da ging es mir regelmäßig körperlich schlecht. Ja, nach jeder Saison war ich wie ausgebrannt. Meister der Herzen und der ganze Kack da. Jedes Jahr Abstiegskampf. Es war schlimm gewesen. Nochmal Relegation? Das würde ich psychisch gar nicht packen. Angstschweiß. Nee. Halluzination. Dünnpfiff. Pickel. Aggression, Erektion. Also andere Schwierigkeiten halt auch noch. Das hat mich von innen hat es mich zerrissen. Irgendwann sagt der Körper: Stopp. 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 Mach dich nicht fertig. Werde Bayern-Fan. Eine Initiative für gefährdete Fußballfans. Seitdem, wo ich Bayern-Fan bin, da ist Leben viel langweiliger, also leichter. Jedes Wochenende 3 Punkte, kaum Gegentore. Das gab es auf Schalke nie und blau-weiß, aber ich ja trotzdem, hör mal, wegen Bayern. Nein,
spüre nichts mehr. Bayern ist Meister, jetzt? Was? Yeah. Ja Mensch, das ist toll. Das ist natürlich ungewohnt jetzt, aber ich freue mich. Meister! Stopp! Mach dich nicht fertig. Werde Bayern-Fan. Eine Aktion des Bundesministeriums für Gesundheit. So. Bäm. 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 Wie ist das schon der Ausgang? Jetzt hat Sache. Lol. Aber da gehen wir noch nicht lang. Wir wollen ja das ganze Dungeon-Ding erkunden hier auch, ne? Wollen sie nicht übertreiben mit... Hallo, gehen wir in die richtige Richtung. Dass du auch mal die kaputt machst. Okay, jetzt spammen sie es aber richtig. Okay. Achso, ich habe immer so ein krasses Horn. Da können wir ja fast gar nicht mit sterben. Deswegen alles halt so wild. Ich mache die auch nochmal fertig, diese komischen Peter lustig Fakes und dann. Ja! So. Kriegst du mal einen Pfeil ab und dann kriegst du die alle meine Stückelkünste zu spüren. Siehst du, sind auch schon mal 8 Monster weniger da. Dann mache ich die mal weg, weil die sind nervig. So. So. Alles kein Problem. Was ist das denn? Also auf sowas war ich jetzt nicht vorbereitet, dass hier noch irgendwie so ein Bossgegner oder sowas kommt. Macht der nur zaubern? Wenn der nur zaubert, dann, das ist Azrael, lol. Hallo Azrael. Hä, der macht ja gar keinen Schaden. Kann der mich auch Nahkampf angreifen? Nö. Hä, das ist ja easy zu besiegen. So viel Leben ich dem ziehe. Was ist los? Gibt ihr mir auch einen lila Gegenstand? Wenn ja, dann wäre es richtig geil, wenn er mir noch einen lila Gegenstand geben würde. Nee, das auch leider nicht. Was ist das für ein Affe? Ich komme jetzt an mit einem geilen lila Gegenstand, dann gibt er mir halt nur Schwachsinn. Also vielleicht nicht nur Schwachsinn, aber nichts wirklich, was irgendwie effektiv wäre oder gut wäre. Da gebe ich es rein, wenn man hat, vielleicht hat einen Zarker. Levelaufstieg, Level 16, super. Bringt uns halt nichts, weil wir es nicht nutzen können, aber super. Zack, Kopf weg. Hier auch. So, auch tot. Ja, ich weiß, dass wir Level Up sind. Aber wir können es halt nicht nutzen, Junge. Verstehe das bitte. Nein, doch. Was das uns untersagt ist. Aber es kann ja nicht schon das ganze Level gewesen sein. Da hinten war doch, glaube ich, noch eine andere Abzweigung am Start. Das kann ja nicht sein, dass das schon alles war hier. Und dann hier kommt man ja nach unten lang. Habe ich aber vorhin den richtigen Weg genommen. Bam. Bam. Bam, bam, Tongut, genau, Tongut, the Savior, was auch immer los ist mit dem, aber genau das. Ach komm, geh doch mal hier so rein, alles kein Problem. What the fuck? Alter, was ist los? So und so auch tot.
So. Hä? Warum? Jetzt ist unser Horn noch so langsam auf. Das ging jetzt nicht mal viel schneller. Ich hatte mir gefühlt, dass es immer schneller ging. Na gut, okay. Jetzt ist es halt jetzt so. Das war tatsächlich das ganze Level. Unglaublich. Gut, sortieren wir mal. Und nehmen das alles mal rüber. Was ist das hier so? Was ist dieses Brocken-Rudikerschwein? Was ist noch hier was wert? 800. 1000 heißt. Die können raus, die Hämmer. Dann haben wir eine gute Rüstung, die ist näher wert. Ja. Gut, 500. 700. Na, passt das jetzt so, glaube ich. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht großartig noch weitermachen. Das passt einfach so. Was ist das denn hier? Ein Buch? Leinenbuch des Heiden. 17 Gold, Erfahrungsstufe 15. Okay. Alles klar. Ja gut, dann hauen wir mal ab hier. Ha, da ist noch was. Ja, aber auch jetzt nichts mehr Interessantes. Also schnell weg hier. War aber sehr, sehr kleines Level, ne? Aber sehr, sehr klein. Okay, von mir aus. 6, 12 beenden. Abgeschlossen. Juhu. Oh, fast ein goldenes Ding. Noch ein Buch. Super. Alter. Jo, hat das einen Boost gegeben. Alles klar. What the fuck, was ist denn jetzt hier los? Sieht ja nicht krass aus oder so. 6000. Alles klar. Alles klar. Das ist davon so am wenigsten wert. Du, dann gehst du raus. Junge, du kommst rein, Junge. Oh, was ist jetzt denn hier los? Ich glaube, es sieht ja echt lustig aus hier. Ja, wo ist denn der Priester, der uns alles sagt, dass die alle ganzen Sachen machen? Du. Dann schieß mal los hier. Schaden, alles geht hier hoch bei dem Ding. Aber da, dass wir dann den Rundumschlag nicht mehr haben, möchte ich das halt nicht haben. Der ist eigentlich besser, ne? Der Stabbogen ist besser. Du den noch raus, wenn der stärker ist, warum nicht? Bisschen habe ich noch einen kleineren, der stärker ist? Nee. Hätte mich auch gewundert jetzt persönlich, aber. Oh, Helme, die sind auch noch. So, auch nochmal aufgerüstet.
Nee. So, musste kurz niesen. Tut mir leid. So, was haben wir hier? Nee, bloß nicht. Bloß nicht. Igor Schätzchen, wo bist du denn? Alles klar. Muss ich das jetzt eigentlich zensieren? Nee, muss ich nicht. Mich interessiert das schon. Wo ist denn Igor hin? Da bist du, Schätzchen. Komm her, Igor. Ich habe Sachen for you. Ja. Was ist das, was wir kaufen wollen oder so? Gute Frage. Kann ich mal eine neue Rüstung holen oder hier so? 75.000? Ja, kann man immer mit. Gönnung. Ah, ich weiß nicht, ob die besser ist, weil schließlich hat die zwar 77, aber die andere hat 25 zum Leben, die hat nur 19 zum Leben, dann hat die andere mit 2 Beschwörungsgeschwindigkeit, die andere hat dafür 40 schnellere Erholung, die andere hat aber 11% schnelle Wiederholung, reflektiert 9% Schaden, die macht 2% Angriffsgeschwindigkeit, die andere macht 13 Giftung und 3 Betäubungs. Eigentlich ist die schlechter, die Rüstung. Schade eigentlich. Kannst du wieder haben. Brauche ich nicht im Müll. Aber zu den kompetenten Sachen. Gut. Ich danke euch für alles. Auch fürs Zusehen natürlich. Und ich hoffe, ihr freut euch schon auf die nächste Folge, wo wir dann in Dungeon 13 reingehen, also in Level 13. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Heretic Gods. Bis dann und ciao.